Dieses Video präsentiert einen kurzen Überblick über das Geländerwerkzeug und seine Konstruktion mit Hilfe von Subelementen. Archegard 21 bietet ein neues Geländerwerkzeug. Dieses Werkzeug ähnelt dem Fassadenwerkzeug insofern, als Geländer ebenfalls aus einer hierarchischen Struktur von Elementen und Subelementen oder Komponenten bestehen. Geländer werden aus verschiedenen Komponenten oder Subelementen konstruiert. Die neuen Archicad-Geländer haben einen 3D-Modellteil und einen 2D-Symbolteil. Geländer werden durch das Zeichnen einer Geländerreferenzlinie konstruiert, entweder manuell oder mit dem Zauberstab. Geländer können assoziativ auf Treppen, Wänden, Decken, Dächern und Freiflächen platziert werden. Wenn sich das Element verändert, folgt das Geländer. Auf der Basis der Geländerreferenzlinie wird eine 3D-Referenzfläche erstellt. Die Komponenten des Geländers werden auf der Basis dieser Fläche erzeugt. Über die Modelldarstellung können Sie die Darstellung so einstellen, dass nur diese Fläche angezeigt wird. Im Geländerbearbeitungsmodus klicken wir mit der rechten Maustaste auf Segmente und Knoten. Dadurch werden diese Komponenten sichtbar und alle anderen Komponenten ausgeblendet. Wir sehen, dass Geländer aus Geländerknoten und den Geländersegmenten zwischen diesen Knoten bestehen. Das Geländerwerkzeug platziert Pfosten an den Geländerknoten. Geländerpfosten sind anpassbare Subelemente, die mit Hilfe verschiedener Parameter eingestellt werden können. Geländersegmente werden zwischen den Geländerpfosten platziert. Das Geländerwerkzeug bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Muster für Ihr Geländersegment in einer grafischen Benutzeroberfläche zu definieren.
Ein Muster kann aus einem oder mehreren Innenpfosten und einem oder mehreren Gurten bestehen. Die Felder des Musters lassen sich mit Geländerstäben oder Paneelen füllen oder können auch leer bleiben. Alle diese Komponenten, also Innenpfosten, Gurte, Geländerstäbe und Paneele, sind anpassbare Subelemente. Darüber hinaus können Sie einen ersten Handlauf und bis zu zwei zweite Handläufe für Ihr Geländer definieren. Diese Komponenten laufen entlang der gesamten Länge des Geländers. Erste und zweite Handläufe sind ebenfalls anpassbare Subelemente mit verschiedenen Parametern. Sie sehen somit, dass das Geländerwerkzeug mehrere Objekte an seinen definierten Knoten und Segmenten intelligent platziert und diese zusammen die Struktur des Geländers ergeben. Jedes Objekt hat normalerweise mindestens drei verschiedene Gruppen von Parametern, die Sie unter Stil und Abmessungen, 2D-Darstellung und 3D-Darstellung finden. Das Geländer bietet zahlreiche zusätzliche Einstellungen, die das Verhalten des Geländers und seine Anzeige steuern. Und wie seine Subelemente konstruiert werden und sich an Knoten und Segmenten verhalten. Bitte beachten Sie auch die weiteren Clips in dieser Playlist, um sich mit der Vielzahl der Optionen und Möglichkeiten des neuen Geländerwerkzeugs vertraut zu machen.